Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht es schon, das Wetter wird ja langsam wieder schlechter. Und da haben wir uns gedacht, wir holen uns endlich mal den neuen Land Rover Defender. Und dafür erstmal ein dickes Dankeschön an Hugo Fohe in Hamburg. Also wenn ihr so ein Auto sucht, schaut auf jeden Fall mal bei Hugo Fohe vorbei. Deshalb haben wir nämlich das Auto jetzt das ganze Wochenende. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Schleswig-Holstein, beziehungsweise wir sind jetzt sogar schon in Schleswig-Holstein, denn wir fahren heute zum Flugplatz Hungrigen Wolf, weil so ein Auto muss man doch im Gelände bewegen. Und wir hoffen, wir wissen es noch nicht, weil es hat jetzt die letzten Tage wirklich viel geregnet. Es gibt da einen Offroad-Parcours, aber wenn es eben ewig regnet, dann können wir den wahrscheinlich nicht nutzen. Wir schauen einfach gleich mal, ob wir die Möglichkeit haben. Aber ich feiere das Auto extrem. Es ist der erste Defender nach 70 Jahren mit einem komplett anderen Design. Es gibt sogar keine Schaltung mehr. Den anderen gab es sogar nur mit Schaltung, den hier gibt es jetzt nur noch mit Automatik. Das heißt, das ist schon mal die größte Neuerung. Na klar, von außen, das schauen wir uns alles in Ruhe an gleich. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn es kommen jetzt zum Winter natürlich auch mehr SUVs wieder und generell, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Support von euch. Also ich freue mich auf jeden Fall über euer Abo. Wir fahren jetzt erstmal zum Hungrigen Wolf und dann schauen wir uns das Auto nochmal genauer an. Ja, endlich angekommen. Und eins muss ich euch nochmal vorweg sagen, weil ich habe, glaube ich, vorhin noch nicht erzählt und es ist für mich ein großer, gravierender Einschnitt, denn dieses Auto hat ein vernünftiges Navi. Nee, aber ernsthaft, ich habe das ja auch in meinem Jaguar XE Videos gesehen, also Jaguar Land Rover, die ja zum selben Marke oder zum selben Konzern gehören, besser gesagt. Das große Problem bei diesen Autos war einfach das Navi und Multimedia-System. Und dieser Defender ist jetzt das erste Auto von Land Rover, was das neue System hat. Das bekommen auch alle anderen, also auch der Range Rover Sport und so weiter, bekommen diese Multimedia-Technik sozusagen. Und tatsächlich, es funktioniert, wenn man das Auto anmacht, man kann sein Ziel eingeben. Klingt für manche wirklich jetzt nach dem größten Scheiß, aber es ist tatsächlich weltbewegend. Nein, aber ihr wisst es, also das Navi lädt nicht mehr, muss sich nicht mehr aufbauen, man kann tatsächlich Auto starten und sofort Navi angeben. Das ging vorher nicht. Es musste sich immer erst hochfahren und hat halt nicht funktioniert. Lass uns nicht zu viel darüber verlieren. Ihr habt noch nichts vom Auto gesehen, deshalb gibt es erst mal ein paar Bilder und dann treffen wir uns draußen. Schon gesagt, aber schaut euch einfach mal dieses Design an. Es sieht eher aus wie so ein Mix aus oder Range Rover Sport und dem Discovery, aber es ist tatsächlich der neue Defender. Und ich muss sagen, wir haben im Auto drüber gesprochen, Mike, wir beide finden das Design ziemlich, ziemlich geil. Ja, also mir gefällt es mega gut. Man darf das nicht mehr so sehen wie, also ich glaube, jemand, der Ewigkeiten den alten Defender gefahren ist, der hat ein bisschen Probleme mit dem Auto, aber für alle anderen, für die es einfach ein neues Auto ist, die sollten dieses Auto feiern. Diese ganzen kleinen Applikationen machen das einfach richtig, richtig geil. Offroad tauglich. Ich habe wirklich viele Videos mir dazu schon angeschaut und ich hoffe, wir können nachher doch noch mal eine Runde drehen. Aber ja, wir schauen uns das Auto erstmal so an. Indus Silver, geil aus mit dem Schwarz, ne? Ja, also das ist eine ziemlich nice Kombination. Also, mega Farbe, finde ich auch. Man kann das Auto natürlich mit einem Luftfahrwerk, das ist auch der erste Defender mit einem Luftfahrwerk, hochfahren. Was wir uns jetzt aber noch mal angucken wollen, ist, ob man dann tatsächlich auch Platz hat. Ich finde schon, oder? Ja, also. Du bist ja jetzt auch nicht der Kleinste und kannst da bequem drin sitzen. Vor allem, guck mal, ich sitze hinten und habe immer noch Kopf, also die Kopfhöhe, alles im Rahmen. Gut, aber der Test zählt jetzt ja auch nicht, wenn man hinten drin sitzt, sondern wir wollen uns mal tatsächlich auf die Rückbank setzen und das ist ein wahres Raumwunder. Jetzt zieht ihr mal bitte rein, wie viel Platz ich hier habe. Also, ist gut, ne? Kann man sich nicht beschweren. Vor allem mit diesem riesen Glasdach dazu. Also ich rutsche jetzt mal hier einen kleinen Tick rein. Aber guck mal, dieses riesen Panoramaglasdach. Gerade auch, wenn ich hier hinten sehe und diese Türen sehe. Wir machen es jetzt mal beispielhaft an dieser Tür. Aber schau dir mal an, wie geil das gemacht ist, ne? Ist halt, also ich finde es halt überall so ein bisschen Graniten. Ja, so ein bisschen rustikaler. So ein bisschen, ja, das kann der Defender. Ja, genau.
Also es ist halt einfach ein mega alltagstauglicher Allround-Geländewagen. So würde ich es, glaube ich, sagen. Wie gesagt, schaut euch mal Bilder an, wenn wir nachher nicht mehr Offroad fahren können. Es gibt so viele coole Videos, wie diese Autos wirklich durchs Wasser fahren, durch krasse Steigungen, 110% und so weiter oder noch deutlich mehr fahren, und das Auto performt einfach perfekt. Und es hat sogar vorne eine Kamera, ich hoffe, wir sehen das nachher noch, wenn du einen Berg hochfährst und selber nicht mehr über die Spitze schauen kannst. Ne? Kennst du das? Du bist halt so steil, dass du eigentlich in den Himmel guckst und nicht mehr gerade durch. Dann hat das Auto vorne drin eine Kamera, das heißt, du kannst über dein Display trotzdem vorne rausgucken. Das ist schon mega ziemlich praktisch. Gut, also ja klar. Ja. Ja, es hat eine Bremsautomatik, wenn du bergunter fährst, dass du nicht zu schnell wirst und so weiter. Und also es ist halt einfach die perfekte Technik mit einem richtig geilen Geländewagen. Also ich will nicht zu viel versprechen, aber ich hoffe, wir können wirklich gleich nochmal eine Runde drehen. So Freunde, ich glaube, wir haben Glück. Schaut mal, wir sind jetzt hier, kannst du mal nach draußen filmen, wir sind jetzt quasi schon beim VIN auf dem Flugplatz. Hier ist jede Menge los. Hier vorne fährt die Feuerwehr, die haben Fahrsicherheitstraining. Wir gehen jetzt einmal quer. Hier fahren nämlich noch ein paar Motorradfahrer mit ihren Pocketbikes. Jetzt schaut mal nach vorne. Ich glaube, das ist der richtige Spielplatz für das Auto. Geil, oder? Meistens traut man sich ja, wenn man das gar nicht gewohnt ist, selber weniger zu, als das Auto eigentlich kann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das finde ich immer so spektakulär, was das für eine Technik dahinter ist. So, los geht's. Freunde, ihr habt's gehört, die lassen uns tatsächlich alleine jetzt hier auf den Offroad-Track. Aber was ich jetzt gezeigt habe, guck mal, das Auto hat überall jetzt Kameras, auch hier. Und jetzt, guck mal, wir sehen jetzt nichts mehr, wenn man rausguckt, aber das ist halt schon unglaublich. Man sieht halt ganz genau, wo man hinfährt. Ne? Das ist halt schon extrem cool. Mega praktisch, ja. Jetzt geht's ein bisschen steil runter. Ja, das geht aber noch. Also. Ja, ganz. Kommt immer auf einer Kamera gar nicht so rüber, ne? Ja, das stimmt. Hoppa. Ich hoffe nicht, dass gleich der Kaffee wieder rauskommt. Geil. Was hat er gesagt? Die Schrägfahrt. Ich glaube, du musst hier links. Ah ja, hier links. So, vorne. Ja. Jetzt guck mal. Vorne raus. Ist relativ schräg. Ja, aber komm, schauen wir mal. Boah. Geil, ne? Du bist auf einmal so groß, Mike. Ja. Das macht echt alles ohne Probleme. Easy, oder? Ja, mega gut. Ist das nicht geil? Ja. Boah, ich glaube, ich fahre noch 10 Runden. Das bringt so viel Bock. Also, Freunde, ich kann euch nur wiederholen, dieses Auto ist wirklich mega. Ich hätte es nicht gedacht, du bist eben eine Runde mitgefahren, noch ohne Kamera. Ja. Geil, wie einfach der darüber fährt und vor allem, wenn du vorne rausgucken kannst und so weiter. Also für den ist das wirklich keine Herausforderung. 0,0. Also schreibt mir mal, wenn ihr ein Gelände habt, wo man das Auto nochmal richtig, richtig testen kann. Hier beim VIN, Freunde, schaut euch mal einfach dieses Gelände an. Wir haben hier die Offroad-Strecke, wo du mit dem Auto oder auch mit dem Bike fahren kannst, weil das geht noch ein bisschen weiter. Ich bin jetzt nur die kleine Autostrecke gefahren, aber schau mal, hier ist noch viel, viel mehr möglich. Lohnt sich definitiv, vor allem, wenn wir das hier häufiger machen können. Also, wenn ihr Fragen habt zum Auto, ihr wisst es, ihr kennt das Spiel, dann kommentiert fleißig. Ich gebe mir dann Mühe, das zu beantworten. Vielleicht schaut ja auch jemand von Hugo Vohe zu. Meldet euch auf jeden Fall da, wenn ihr das Auto sehen wollt. Und wenn ihr Bock habt, mehr Videos zu sehen, Freunde, dann lasst jetzt ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Just gonna get my next single, wonderful point times,